Hallo, mein Name ist Gudrun Dara Müller. Ich bin Heilpraktikerin und ich habe die Praxis Selbstheilungsberatung in Hamburg-Eidelstedt. Ich biete Wege zur Selbsthilfe an, wie auch du es schaffst, dass Unmögliches für dich möglich wird. Heute soll es um das für viele unmögliche Thema gehen: Ich will gesund werden. Kennst du es auch? Du sagst, ich will gesund werden und es kommt einfach, es funktioniert einfach nicht, es will nicht. In ganz extremen Fällen machst du einen Termin mit einem Heilpraktiker, aber du kommst nicht in seine Praxis, weil du fühlst dich vorher dermaßen schwach, unfähig, einen Schritt vor die Haustür zu machen. Der ganz extreme Fall. In weniger extremen Varianten kennen wir es alle. Dort ist es dann so, dass wir dann sagen, ich möchte für meine Gesundheit jetzt zum Beispiel mehr Sport machen, aber wir schaffen es nicht ins Sportstudio oder überhaupt rauszugehen und mal einen Spaziergang zu machen. Wir sagen dann immer, das ist unser innerer Schweinehund. Aber wer ist eigentlich dieser innere Schweinehund? Es ist unser Unbewusstes. Unser Unbewusstes, das sagt, nein, ich will gar nicht gesund werden. Und beim Kampf des Bewussten, ich will gesund werden, und des Unbewussten, ich will nicht gesund werden, gewinnt unser Unterbewusstsein. Mit 95%iger Sicherheit. Unser Kopf, unser Bewusstsein hat dort auch keine Chance, weil die Biologie ist stärker. Was passiert im Körper, in der Biologie in diesen Momenten? In diesen Momenten geht die Nebennierenrinde in Konfliktaktivität. Die Nebennierenrinde ist dafür zuständig, Cortisol zu produzieren, was uns agil macht, wo wir dann loslaufen können. Was auch vermehrt produziert wird am frühen Morgen, deshalb kriegen wir den Wachimpuls. Und wenn die Nebennierenrinde in Konfliktaktivität geht, wird die Hormonproduktion gedrosselt. Das heißt, sie produziert nicht mehr so viel oder kein Cortisol mehr. Aber warum tut sie das? Wieso könnte unsere Nebennierenrinde auf die Idee kommen, uns einfach den Strom abzudrehen? Unsere Nebennierenrinde wird aktiviert mit dem Konflikt, ich bin auf dem falschen Weg. Das heißt, wenn wir uns in Richtung Gesundheit auf dem falschen Weg fühlen, geht die Nebennierenrinde in Konfliktaktivität und produziert weniger Cortisol. Du kannst dieses Problem bei dir nicht wahrnehmen, aber dir wurde dieses Video von mir geschickt. Dann habe ich dich wahrscheinlich am SGIU angeschlossen gehabt. Und wenn bei SGIU im Risikoprofil die Nebennierenrindenunterfunktion mit einem sehr hohen Stresspotenzial steht, weiß ich, dass dein Inneres gerade nicht gesund werden will. Weil an SGIU, wenn ich dich dort anschließe, mit der Intention, dass du ja gesund werden willst, und die Nebennierenrinde geht dann sofort in Unterfunktion, dann können wir ganz viel versuchen, machen, tun, aber mit Effizienz hat es wenig zu tun. Das heißt, vor allem anderen müssen wir genau dieses Problem angucken, warum will dein Körper eigentlich nicht gesund werden? Wenn du dir im Außen deine Spiegel anschaust, was sonst so um dich passiert, wirst du vielleicht feststellen, dass du ganz viele Menschen wahrnimmst, die etwas für ihre Gesundheit tun können, aber es nicht tun. Du bist dann vielleicht geneigt, ihnen allen gute Ratschläge zu geben und zu sagen, ja, mach mal dies oder mach mal jenes oder
Wie wäre es denn, wenn du das machen würdest? Aber die anderen sind in dem Moment nur der Spiegel. Das Problem liegt in dir selbst. Es zeigt, dass dein Unbewusstes genau so ist. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber es ist auch in dir. Doch wieso könnte es dazu kommen, dass der Körper nicht gesund werden will? Das wäre doch das Logischste eigentlich, dass ein Körper gesund sein will. Die Ursache davon liegt, er hat Vorteile davon. Das Nicht-Gesund-Sein befriedigt ihm ein tiefes Bedürfnis. Eins dieser tiefen Bedürfnisse ist zum Beispiel, die Liebe und Zuwendung unserer Mutter zu bekommen. Und kennen wir es nicht alle, dass unsere Mutter vielleicht keine Zeit hatte, natürlich, sie musste arbeiten, der Haushalt musste gemacht werden, vielleicht war sie berufstätig. Aber wenn wir als Kind krank waren, dann war Mama auf einmal da. Dann hatten wir genau das, was wir wollten und brauchten. Mamas Zuwendung. Wir haben Mamas Liebe gespürt. Sie war da, sie war präsent, sie war bei uns. Genau in dem Moment, wo wir sie gebraucht haben. Und kennst du es auch, dass du ein schlechtes Gefühl bekommst, wenn du deine Pflanzen siehst, wie sie deine Hilfe, deine Unterstützung brauchen und nicht die Zeit und Kraft hast, sie zu pflegen und ihnen genau das zu geben, was sie jetzt brauchen? Alles das zeigt dir, dort ist ein Konfliktpotenzial. Dort ist etwas, was geheilt werden will. Aber nicht im Außen, sondern in dir. Wo du als erstes dir selbst vergeben darfst, dass du halt nicht gesund werden willst. Du kannst das für dich ganz einfach selbst nachprüfen mit dem Armlängentest. Ich zeige es dir einmal kurz, wie es geht. Also, stellst dir vor, du hast einen Kugelblick, also du schaust wie von den Sternen oder von verschiedenen Seiten auf dich auf, gehst also aus deiner persönlichen Sichtweise raus, lockerst dich ein wenig und nimmst, sagst ja, nimmst die Arme zusammen und siehst, die Finger sind gleich lang. Sagst einmal nein, nimmst die Arme zusammen und siehst, Finger sind verschieden lang. Jetzt stellt mir die Frage, ich will gesund werden. Ich sehe bei mir jetzt ein sehr großes Nein. Das ist nichts Schlimmes, das ist einfach nur eine Antwort des Körpers, die da heißt, okay, dein Kopf will zwar gesund werden, aber dein Körper hat dazu gar keine Lust. Und ich zeige dir jetzt, wie ich es bei mir löse und du kannst dich davon inspirieren lassen und es vielleicht gleich mitmachen. Okay, dann starten wir jetzt. Ich zeige dir jetzt, wie ich mein Problem, dass mein Inneres, mein Körper nicht gesund werden will, bei mir löse und lade dich ein, gleich mitzumachen und dich dadurch inspirieren zu lassen. Wichtig ist, trink Wasser. Unser Körper braucht viel Wasser, um in die Selbstregulation zu kommen. Okay, ich nutze dafür die Technik EFT, die Emotional Freedom Technik. Mach einfach mit, wenn du sie noch nicht kennst. Das ist ganz einfach. Es geht damit los, dass ich auf die Handkante klopfe und sage, auch wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und ich nehme jetzt das Gefühl wahr, was dadurch in meinem Körper aufsteigt. Auch wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch
wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich fühle jetzt gleichzeitig in meinem Körper, wo in meinem Körper ich dieses Gefühl fühle. Bei mir ist es im Herz, ist ein bisschen zusammengekrampft. Es kann bei dir woanders sein. Einfach so eine Stelle. Die nehme ich wahr, da tue ich meine Aufmerksamkeit mit aufrichten. Weil das ist das Gefühl, die Manifestation im Energiefeld dieses Gefühls, was gelöst werden will. Also auch wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Und dann gehe ich bei und mache die Klopfsequenz. Also einmal über der Augenbraue. So, Anfang. Bleib dabei bei diesem Gefühl und sag, ich will nicht gesund werden. Wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich so, wie ich bin. Ich will nicht gesund werden. Warum soll ich denn gesund werden? Ich habe keine Lust, gesund zu werden. Ich will Aufmerksamkeit haben. Ich will nicht gesund werden. Warum sollte ich gesund werden wollen? Nee, gesund werden. Gesund werden. Suche ich Aufmerksamkeit. Die Leute interessieren sich nicht für mich. Mama guckt zu mir, sie kümmert sich um mich. Das ist doch ein herrliches Gefühl. Okay, jetzt fühle ich wieder in mich hinein. Wie fühlt sich die Stelle an? Sie ist schon ein bisschen heller geworden, nicht mehr so grau und dicht. Aber sie fühlt sich noch nicht richtig gut an. Von daher mache ich es nochmal. Auch wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich nicht gesund werden will, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich liebe mich auch nicht mich, auch wenn ich nicht gesund werden will. Ich liebe mich, auch wenn ich nicht gesund werden will. Ich liebe mich, auch wenn ich nicht gesund werden will. Ich mag die Zuwendung. Ich will diese Zuwendung haben. Stelle in meinem Herzen fühlt sich jetzt gut und dicht an. Wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, kannst du ja stoppen und es nochmal machen, solange bis es sich gut anfühlt. Bei mir meldet sich jetzt die nächste Stelle, das ist so in Höhe des Zwerchfells, Solarplexus, mit dem Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich mache an der Stelle weiter, würde ich sagen. Auch wenn ich Angst habe, nicht sicher zu sein, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst vor Unsicherheit habe, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich dieses Bedürfnis nach Sicherheit habe, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich bin genau so gut, wie ich bin, mit allen meinen Bedürfnissen. Auch wenn ich dieses Bedürfnis habe, sicher zu sein, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit.
dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Angst vor Unsicherheit. Ja, ist in der Intensität schon etwas weniger geworden, aber sagen wir so, immer noch bei 7. Und man sagt, man hat eine Skala zwischen 0 und 10. Also nochmal nächster Durchlauf. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Auch wenn ich dieses Bedürfnis nach Sicherheit habe, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich diese Angst habe, diese Unsicherheit habe, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Wenn ich diese Angst, diese Unsicherheit habe, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Diese Angst vor Unsicherheit. Diese Angst, allein gelassen zu sein. Diese Angst, keine Zuwendung zu haben. Die Sicherheit. Eine Mama zu sein, nicht zu haben. Diese Unsicherheit. Auf 6. Ich bin da so sehr ungeduldig und habe jetzt keine Lust, so 10 Durchläufe zu machen, damit sich das löst. Ich überlege mal, welches. Man kann auch ein anderes Heilmittel dazu nehmen, was es vielleicht ein wenig löst. Man kann ganz viele nehmen. Steine, irgendwelche energetischen Karten. Und was Schönes denken. Ich habe meine ätherischen Öle. Und werde deshalb mal kurz aufstehen und mir ein Öl holen. Okay, da bin ich wieder. Mein erster Griff war das Öl-Release. Ich liebe ja die ätherischen Öle von den Ölen. Einen Tropfen. Verreiche ihn nicht einmal. Atme tief ein. Reibe was davon auf meine Leber. Oh, das ist gar nicht die Leber mehr. Das ist der Magen. Seitenplexus. Okay. Auf den gesamten Solarplexus knabbert da, was weh tut. Der Verstand hat was anderes gesagt, als die Hand gemacht hat. Aber die Hand weiß es besser. Also einfach an die Stelle, wo es hingewiesen werden möchte. Will ich den nächsten Durchlauf. Auch wenn ich diese Angst habe, loszulassen, wenn ich diese Sicherheit spüren möchte immer, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich diese Angst habe, loszulassen, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich diese Angst habe, meine Sicherheit loszulassen, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Diese Angst loszulassen.
Angst, meine Abhängigkeit meiner Mutter loszuwerden. Fühlt es sich jetzt an? Naja, auf 2 ist es immer. Ich glaub, ich brauch gerade noch ein weiteres Öl. Ich habe mir Vergiftnis dazu geholt. Ich vergebe mir meine Angst des Loslassens, des Nicht-Loslassen-Könnens. Auch wenn ich diese Angst habe, loszulassen, liebe ich mich, akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich vergebe mir auf allen Ebenen, dass ich diese Ängste habe, dass ich das Bedürfnis habe, sicher zu sein. Dieser Körper braucht Sicherheit, um zu überleben. Aber wenn wir innerlich daran festhalten, wie ein kleines Kind uns an Mama klammern und deshalb nicht frei gehen können, dann hindert diese Sicherheit. Es soll ein Sicherheitssein, um dann zu haben, ist was Feines. Aber sich so festzuklammern, wie in einer Starre, so einer Festhaltestarre, hilft nicht förderlich, den Weg weiterzugehen. Okay, machen wir noch einen. Eine Runde weiter. Auch wenn ich diese Angst habe, loszulassen, diese Angst habe, allein zu gehen, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich diese Angst habe, loszugehen und allein vorwärts zu gehen, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Diese Angst, allein zu gehen, selbstständig und selbstverantwortlich zu sein. So ein kleines dumpfes Gefühl. Und dieses dumpfe Gefühl, das einfach nicht gehen möchte, zeigt mir, dass es gar nicht ein Problem im Jetzt ist, sondern dass es Energien gibt, und sagt auch gern, das innere Kind, was durch Traumata oder Konfliktschocks oder wie man es auch immer nennen möchte, durch Situationen, die es halt, als es ganz klein war, nicht damit umgehen konnte. Dort jetzt festhängt und die Energien festhängen, die jetzt sozusagen gelöst werden wollen. Aber nicht in hier, im Jetzt, in meinem jetzigen Ich, sondern dieses kleine Kind, also dieser Teil von mir, der sich damals im Konfliktschock weggekapselt hat und im Energiefeld festgesetzt hat und jetzt halt
immer noch das Alter dieses kleinen Kindes hat. Wenn du gut für dich bist und da hineinfühlen kannst, kannst du mal fühlen, wie alt ist dieses Kind eigentlich, was du da fühlst. Ist es noch ein Säugling? Kannst schon gehen. Von daher, du kannst mit diesem Teil von dir, das wie ein energetischer Teil, der in deinem Energiekörper irgendwo ist, im Körper, außerhalb, in den Räumen. Dort kannst du Kontakt mit aufnehmen. Von daher, und ich nehme jetzt mit meinem Teil Kontakt auf. Mein Teil ist, fühlt sich sehr, sehr klein an, eher säuglinghaft. Wenn man sich das vorstellt, ist es natürlich auch klar. Die meisten in unserer Generation wurden in Krankenhäusern geboren. Und das Erste, was da passiert ist, wir sind weg von unserer Mama, von unserer Sicherheit. Und wir möchten natürlich dort wieder hin, weil dort war es sicher, dort waren wir geschützt. Und dieser Säugling konnte sich dort damals natürlich nicht wehren. Er hatte keine Ressourcen. Und das Einzige, was er hatte, ist, er konnte diese Energie wegtun, wegkapseln, dass er sie nicht fühlen musste, dass er es schaffte zu überleben. Und im Jetzt kann ich sagen, okay, ich nehme mit dieser Energie Kontakt auf und löse es halt dort auf. Damit es für mich einfacher ist, nehme ich dafür mein Inner Child. Dadurch fällt es mir leichter, in Kontakt mit diesem inneren Kind, dem Säugling zu machen, der sich gerade hier so für mich irgendwo anfühlt. Mit dem ich in Kontakt gehe, ich ihm langsam nähe, den Duft wahrnehmen lasse, den ich in meinen Händen. Dadurch ein wenig in Frieden bringen. Jetzt kann ich ihm sagen, okay, ich komme aus der Zukunft zu dir, weil die Energie, die weiß gar nicht, wer bin ich jetzt, was ist das eigentlich? Und ich kann mich mir vorstellen, als der ich bin, also der Teil aus der Zukunft. Kann sagen, ich bringe dir eine Methode, dass du einfacher damit klarkommen kannst. Ich helfe dir, diesen Schmerz loszulassen. Und das ist ein ganz tiefer, großer Schmerz, der sich dort verkapselt hat. Das Öl löst es schon so ein bisschen. Und ich kann jetzt natürlich auch dieses Kind also in meiner Vorstellung klopfen. Und ich sage, wenn du diesen tiefen Schmerz in dir fühlst, getrennt zu sein, bist du geliebt und wirst immer geliebt sein. Und ich klopfe auch dort das Kind. So wie ich es im Außen bei mir gleichzeitig mitmache, stelle ich es mir innerlich vor, wie ich es bei dem Kind mache. Liebe dich genau so, wie du bist. Wenn du diesen tiefen Schmerz fühlst und wieder zurück willst und gesichert sein willst in Mamas Bauch, liebe ich dich. Und du wirst von mir immer geliebt. Der tiefe Schmerz, getrennt zu sein.
Dieser tiefe Schmerz, dass wir von unserer Mutter getrennt sind. Und der gleichzeitig auch nur ein äußeres Zeichen davon ist, dass wir vom Göttlichen getrennt sind. Dass wir mit unserer Geburt vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Dass wir vergessen haben, dass wir wahre Götter sind. Und dass wir immer verbunden sind mit allem und alles. Bei mir fängt es jetzt an dem wunden Punkt ranzukommen. Den merkt man ganz einfach, wenn die Emotionen nicht mehr mitmachen, wenn die Tränen kommen, wenn es anfängt zu weinen. Nicht irritieren lassen, wenn es kommt. Wenn der Punkt getroffen ist, wenn der Punkt da ist, einfach fließen lassen und immer weiter lösen wollen. Das sind die Energien, die schmerzhaften Energien, die sich lösen. Die wollen durch unseren Körper einmal gefühlt werden und einmal rauskommen. Also ausgeheult werden, sagen wir mal gern dazu. Also einfach zulassen, zulassen, was passiert, zulassen die Emotionswellen, die kommen, zulassen und aus dem Körper rausfließen lassen. Ich versuche gerade meine Emotionswelle wieder zu holen. Und dieser innere Schmerz, dieser Schmerz des Getrenntseins, dieses Getrenntseins vom Göttlichen. Der Schmerz, dass wir vergessen haben, wer wir wirklich sind, dass wir wahre Götter sind. Dieser Schmerz, dass wir vergessen haben, dass wir mit allem verbunden sind. Dass alles in uns ist und mit uns verbunden ist. Und dass wir immer Zugriff haben auf dieses riesige Potenzial. Ich glaube, ich muss für mich es noch ein bisschen lösen. Es hängt gerade. Dafür einfach einen Schluck. Mir dafür jetzt das Öl Trauma Life geholt. Nehme es was anderes. Wenn du die Öle jetzt da gerade nicht hast, du kannst dir auch einfach vorstellen, dass du sie nutzt. Allein der Gedanke bewirkt auch schon ganz viel. Stell dir vor, du hast es und tust es einfach, ohne dass du es wirklich machst. Probier. Auch wenn ein ganz tiefer Schmerz des Verlassenseins in mir ist, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich klopfe jetzt gleichzeitig mich und wieder mein Kind, was frisch geboren ist und diesen Schmerz jetzt in voller Wucht spürt und nicht weiß, wie es damit umgehen soll.
dieser Schmerz des Verlassenseins groß ist und mächtig ist, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn dieser Schmerz des Verlassenseins ganz groß und mächtig ist, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Dieser Schmerz des Verlassenseins ist von allen verlassen zu sein. Die Einsamkeit. Verlassen zu sein, niemanden da zu haben, vollständig allein zu sein, diese Einsamkeit. Ganz stark und tief fest. Von daher wechsle ich mal kurz die Methode und gehe auf EMDR und versuche durch mit Augenbewegung noch ein bisschen mehr Lösung reinzukriegen, dass der Körper noch mehr in die Selbstheilung kommt, Selbstheilung. Und zwar bewege ich dort meinen Finger von einer Seite zur anderen, halte meinen Kopf immer geradeaus, verfolge den Finger. Werden auch die Gehirnhälften angeregt, sich wieder zu vernetzen und sich auszugleichen, sodass beide Gehirnhälften synchron schalten. Ich noch mal in mich rein. Irgendwie ist die Atmung immer noch nicht wieder frei. Es war ein bisschen besser geworden, aber so richtig Durchbruch ist es noch nicht. Deshalb versuche ich jetzt noch mal meinen Körper an der Stelle ein bisschen zu entkrampfen, weil gerade bei starkem Schmerz verkrampft sich der Körper halt an den Stellen und dann können die Energien nicht so fließen. Den Techniken versuchen wir, den Energiefluss anzuregen. Wenn der Körper verkrampft, dann will der da gerade nicht fließen. Deshalb
hole ich mir dafür. Und zwar habe ich mir jetzt den Präsigling runtergeholt. Geholt. Da weiß ich schon, wenn ich den auf mein Zwerchfell so unter der Brust auftrage, kann ich besser atmen. Dann krampft sich halt. Ich merke, wie sich die Energie jetzt irgendwie hochsteigt. Wenn ich diesen Schmerz gerade in mir fühle, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich gehe immer noch in Gedanken durch, gleichzeitig mich und mein kleines Säuglings-Ich klopfen. Wenn dieser Schmerz gerade in mir hochsteigt, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Wenn dieser Schmerz gerade in mir hochsteigt, liebe ich mich und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Mir steigt jetzt innerlich der Impuls auf, mein inneres Kind zu nehmen und es in mein Herz zu führen. Also dass es nicht mehr hier im Außen liegt, sondern dass es seinen Platz in meinem Herzen bekommt. Gehe jetzt innerlich mit meinem Kind durch die Räume meines Herzens, die geistigen Räume meines Herzens. Und wir suchen jetzt einen schönen Platz aus, wo es ihm gefällt.
Kind hat sich einen Raum mit lauter Spielsachen ausgesucht. Sie einfach in der Mitte sitzt und sich an den Dingen erfreut. An den Dingen, die da sind. Bilder wechseln gerade. Es ist wie eine Blumenwiese. Außenrum sind ganz viele Pflanzen. Ausstrahlen. Und damit für die Heilung meines Kindes mit Sorgen. Neben der Wiese ist ein Heilsee. Der mich einlädt, zusammen mit meinem inneren Kind eine Runde zu baden, zu schwimmen. Das schöne, angenehme, warme Wasser zu genießen. Heilsamen Dämpfe einzuatmen. Mich dort drin vollständig geborgen zu fühlen. Dieser Platz ist in meinem Herzen und ich weiß, ich kann ihn immer wieder aufsuchen. Was ich jetzt noch brauche, ist eine Erinnerung an diesen Platz, dass wenn das normale Leben gleich wieder weitergeht, ich mich erinnere, dass er da ist und dass ich hingehen kann. Jetzt etwas, was ich mit diesem Ort verbinden kann, was mich halt im Außen immer wieder an diesen Ort erinnert. So will ich mal kurz in meine Schatzkiste suchen. Ich habe in meiner Schatzkiste einen Tourmalinquarz gefunden, den ich vor kurzem geschenkt bekommen habe. Und den nutze ich jetzt, um die Energie zu verankern. Ich gehe also wieder ins innere Bild rein und versuche, die Verbindung herzustellen. Also ich gehe zu meinem inneren Kind auf die Wiese, zu dem See. Und ich stelle mir vor, wie dort der Quarz sozusagen als Berg aus dem Wasser hervorsteht.
Fühle jetzt noch einmal wieder in meinen Körper hinein. Und stelle fest, da ist noch eine Kleinigkeit nicht ganz aufgelöst am Solarplexus. Da ist noch was. Und deshalb die Energie des, lass mich von der Energie des Kristalls in die Kristallwelten tragen. Mich an die Kristallwelten. Und schöpfe jetzt mit meiner Hand, lasse ich die Energien in meine Hand liegen, die genau dafür für mich heil sein wird. Diese Energie bringe ich dann in meinen Körper. Und verankere sie auch mit dem Kristall. Wenn ich jetzt wieder Nein fühle, mein Körper fühlt sich auf jeden Fall, das ist noch eins, aber sehr viel besser. Wenn ich jetzt meinen Körper frage, das für heute ausreichend. Sagte mir gerade ein Ja. Ich brauche das Gefühl, als wieder jetzt gesund bin. Ich kann es mir auch einbilden, mein Verstand sagt jetzt vielleicht. Von daher werde ich jetzt nochmal nachfragen und prüfen, ob es auch funktioniert hat, was ich jetzt gemacht habe. Okay, wieder lockern. Machen wir dann Armlängentest und prüfen, ob das, was ich gemacht habe, ob es auch funktioniert hat und jetzt gut ist. Okay, ich gehe wieder in den Kugelblick, in den Blick von außen und sage ja und sehe, meine Finger sind gleich sauber. Ich sage nein, ich sehe, meine Finger sind verschieden lang, von daher kann ich jetzt testen. Ich will gesund werden. Oh, ein Ja. Ist das jetzt genug für heute? Ein Ja. Der Körper braucht auch Zeit, um das jetzt im Physischen so richtig umzusetzen. Und dadurch kann es natürlich zu Regenerationssymptomen kommen. Von daher lassen wir ihm die Zeit, bevor wir an weitere Baustellen gehen. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig damit inspirieren, selbst für dich zu sagen, ja,
Ich versuche auch gesund zu werden. Das nicht nur vom Kopf zu wollen, sondern auch dem Unterbewusstsein mitzuteilen. Ja, ich will es jetzt wirklich tun. Ich wünsche dir viel Freude auf deiner Heilungsreise. Auch wenn die Heilungsreise auch immer mit dem Schmerz verbunden ist, der jetzt gelöst werden will und der hochkommen will. Und auch wenn die Regenerationssymptome manchmal kritisch werden können. Okay, ich drücke dir.